Ich bin mir bewusst, dass die Diät im Vergleich zum Durchschnittsgehalt der normalen Bevölkerung für uns Abgeordnete sehr, sehr hoch ausfällt, bin aber auch sehr dankbar darüber. Denn ich kenne andere Gehälter durch meine vorherige Tätigkeit zum Beispiel. Es gibt in meinen Augen drei ganz gute Argumente, die für so eine hohe Diät sprechen. Und zwar erstens, wir arbeiten verdammt viel. Ich will das jetzt hier nicht so hochhängen, aber wenn man den Job als Abgeordnete richtig machen will, ist man wirklich 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag mit der Politik beschäftigt und im besten Fall auch viel mit den Menschen in Kontakt und unterwegs, das eben auch in den Abendstunden oder am Wochenende. Das zweite Argument ist, dass wir natürlich Anreize brauchen, denn es gibt durchaus Leute, die in der Wirtschaft wesentlich mehr verdienen könnten als in der Politik. Ich meine, das beste Beispiel ist immer die Kanzlerin Angela Merkel, wo ja jeder irgendwie auch gesagt hat, als Manager hätte sie vielleicht wahrscheinlich mehr in der freien Wirtschaft verdient. Und das dritte ist das Thema Unabhängigkeit. Wir sollen durch die Diät finanziell unabhängig sein und nicht auf andere Einkommen oder andere Geldzuflüsse angewiesen sein. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.